Die Hilfe der Philosophie von Marc Aurel. Die Dauer des menschlichen Lebens ist nur ein Augenblick. Seine Existenz in dauerndem Fluss. Die Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen ist schwach, das Gebilde seines Körpers ganz der Fäulnis ausgesetzt, seine Seele unbeständig und orientierungslos, sein Schicksal unberechenbar, sein Reden unbestimmt und verworren. Kurz, alles Körperliche, ein Fluss, alles Seelische, Schall und Rauch. Das Leben, Krieg und kurzer Aufenthalt eines Fremden, der Nachruhm vergessen. Was kann uns da noch stützen und helfen? Einzig und allein die Philosophie. Ihre Hilfe besteht darin, den göttlichen Geist in unserem Innern vor Schaden und Verletzung zu bewahren, auf dass er Lüsten und Schmerzen überlegen sei, nichts planlos tue, ohne Lug und Trug und unabhängig sei vom Tun oder Lassen eines anderen. Außerdem das, was geschieht und zugeteilt wird, hinnehme, als ob es irgendwie von dort komme, woher er selbst gekommen ist. Schließlich den Tod mit heiterer Gelassenheit erwarte, als ob er nichts anderes sei als die Trennung der Grundbestandteile, aus denen jedes Lebewesen besteht. Wenn es aber für die Grundbestandteile selbst nicht schlimm ist, dass sich jedes Einzelne ununterbrochen in ein anderes verwandelt, warum fürchtet man dann die Verwandlung und Trennung aller Grundbestandteile? Das ist doch natürlich. Nichts aber ist schlecht, was natürlich ist. Kommentar dazu. Das nennt man in der Philosophiegeschichte, glaube ich, auch den naturalistischen Fehlschluss. Nur weil etwas natürlich ist, ist es noch lange nicht gut. Das finde ich einen total grundverkehrten Gedanken. Nichts aber ist schlecht, was natürlich ist. Halte ich für vollkommenen Unsinn. Aber nun gut, wenn Marc Aurel das so sieht, dann sei es drum.